Also, da kommt der erste Kommentar in den Chat und das ist das Zeichen dafür, dass die Studierenden da sind. Vielen Dank für das Hallo. Herzlich willkommen zur Vorlesung Tricks, Trends und Traditionen im Unterricht der Schule von morgen. Mein Name ist Ferdi Stäbner und ich freue mich, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Es werden immer mehr und das ist gut. Die Qualität des Streams ist auch gut. Wir fangen also an. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich habe gestern Nachmittag irgendwann eine Story auf Instagram geschaltet und so ein paar Fragen gestellt. Zum einen natürlich Werbung für die Vorlesung gemacht, zum anderen ein paar Fragen gestellt. Und ich habe die Ergebnisse mit dabei, genauso wie viele andere Inhalte heute auch. Und deswegen freue ich mich sehr drauf. Es wird eine spannende Runde. Ich hoffe für Sie auch. Das Thema der heutigen Vorlesung ist Sinn des Lebens versus Sinn von Schule. Die Frage stellt sich also, macht die Schule das, was sie da gerade macht, vernünftig und richtig? Passt das zu dem, was wir da eigentlich gerade brauchen? Und genau die gleiche Frage habe ich gestern eigentlich auch den Leuten bei Instagram gestellt. Das heißt, ich habe die gefragt, Ziele des Lebens und Ziele von Schule, passt das eurer Meinung nach aktuell zusammen? Und da sagen 31% ja, das passt zusammen. 69% sagen nö, passt nicht zusammen. Ich glaube, die Frage war nicht ganz klar gestellt. Und wir werden nachher bei einer ähnlichen Frage sehen, dass die Antworten komplett anders gekommen sind. Ich denke, manche haben es so verstanden, passt das zusammen? Also passt Leben und Schule zusammen? Da sagen wahrscheinlich manche so, eher nicht. Und kann man dieses Thema behandeln? So hätte man es wahrscheinlich auch verstehen können. Da sagen wiederum einige dann wahrscheinlich auch so, ja klar, geht. Auch wenn das irgendwie mit Leben und Schule irgendwie nicht passt. Also ein bisschen undeutlich. Ich hoffe, es wird im Laufe dieses Vortrages und der Vorlesung etwas deutlicher. Wir sehen nachher auf jeden Fall bei den anderen Ergebnissen, dass es recht eindeutig ist, wie die Menschen in unserer Gesellschaft oder zumindest in meiner Gesellschaft, das sind ja letztendlich alles Follower von mir, das so sehen. Ich heiße die Studierenden. Herzlich willkommen im Chat. Ich würde mich freuen, wenn da alle interaktiv mitmachen. Wenn also Fragen aufkommen, einfach den Chat der Studierenden nutzen. Die Lara ist wieder mit dabei. Das war auch der Wunsch von einigen Studierenden, dass die Lara nicht entlassen wird. Die wird also redaktionell diesen Chat betreuen. Und ja, würde ich sagen, legen wir einfach los, oder? Vielleicht als kleine Info noch nebenher, was so Urheberrecht und Co. angeht. Ich habe mich dazu entschieden, mit meinem Team zusammen diese Vorlesung öffentlich zu machen. Das hat den Vorteil, dass wir viele Menschen auch außerhalb der Uni erreichen. Wir machen also Wissenschaftskommunikation. Es hat den Nachteil, dass wir nicht in einem geschlossenen Raum sind. Und wenn wir nicht in einem geschlossenen Raum von Menschen sind, dann kann ich nicht einfach jeden Inhalt zeigen, sondern muss auf Urheberrecht achten. Weswegen ich also die spannenden und witzigen Videos, die ich nicht in voller Länge zeigen kann, bei Studepi hochgeladen habe für die Studierenden. Die können also da dort nachschauen, den Link bekommen und können sich diese kleinen Videos, die vielleicht normalerweise noch in dieser Vorlesung gekommen wären, anschauen. Ich bin Ihre Wünsche durchgegangen. In der letzten Woche habe ich ja gefragt, was ist Ihr Wunsch an diese Vorlesung, damit sie die beste Ihres Lebens wird. Was schwierig ist, denke ich, wenn die halt so remote ist und nicht live im Hörsaal. Praxisbezug war wichtig. Es soll kurzweilig und abwechslungsreich sein. Es soll möglichst interaktiv sein. Und ich sollte, also der Dozent, also ich sollte authentisch für das Thema begeistern können. Die Gewinnerin des letzten Gewinnspiels, Sie erinnern sich an diese komplizierte Frage, erhält einen Gutschein über 10 Euro von dem Café Henne hier in Osnabrück. Und genau, kommt per E-Mail. Was wir heute machen in der Vorlesung ist, wir wollen die Basis setzen. Wir wollen nicht viel Fachwissen vermitteln, wir wollen nicht so ultra viel lernen, also so Fachwissen büffeln, sondern wir wollen eigentlich eine Basis, ein Fundament legen für die kommende Vorlesung. Es sind ja noch 11 Einheiten danach und es wird so ein bisschen philosophisch und ich würde sagen, lehnen Sie sich zurück. Sie brauchen, glaube ich, gar nicht so viel mitschreiben, außer es inspiriert irgendwas und Sie wollen sich was festhalten. Aber es geht, glaube ich, eher darum, so ein bisschen in eine Welt einzutauchen. Wie sieht es momentan eigentlich in der Schule aus oder auch in der Uni und wie sieht es im normalen Leben aus? Das heißt also, wir wollen die Basis bilden. Das ist das Ziel der heutigen Vorlesung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich mache mir in der letzten Zeit des Öfteren mal Gedanken darüber, worum es eigentlich im Leben geht. Vielleicht liegt es daran, dass ich, wenn dann alles gut geht, ungefähr die Hälfte meines Lebens erreicht habe mit 38 Jahren. Also ich stelle mir häufig die Frage, worum geht es eigentlich im Leben und worum geht es Ihnen eigentlich im Leben, die Sie noch ein bisschen jünger sind meistens. Aber manche von Ihnen sind vielleicht auch älter als ich. Und warum gibt es dann eigentlich Schule? Diese Frage stelle ich mir auch häufig und Uni und sowas, ja. Und wobei ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe in den letzten Monaten und Jahren, ist das Hamsterrad unserer Gesellschaft. Also wir stecken in dieser Leistungsgesellschaft und wir rennen. Manche von uns rennen richtig schnell und manche haben auch richtig Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Und sie haben sich wahrscheinlich noch nicht so intensiv mit mir beschäftigt, aber
Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz ein bisschen vielleicht aufzeigen, wie es bei mir im Leben war. Und dann können Sie sich vielleicht ein Stück weit daran orientieren. Und die Studierenden, die zumeist jünger sind als ich, die möchte ich gerne warnen. Mein Leben ist bislang so verlaufen, dass ich relativ schnell Profisport betrieben habe, mit zweimal Training am Tag. Dann habe ich ein Studium unter Regelstudienzeit beendet. Währenddessen habe ich dann ein paar Jobs noch an der Uni gehabt, zwei, teilweise sogar drei. Habe ein Ehrenamt dann danach mal auch nachmittags und abends gemacht und habe dann die Wissenschaftskarriere gestartet, den Doktor dann da gemacht und ich bin dann irgendwie auch durch Zufall Professor geworden. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte gar nicht so diese Karriere anstreben, die ist durch Zufall gekommen. Und man könnte sagen, wenn man sich diesen Lebenslauf anguckt, wow, nicht schlecht, oder? Eigentlich doch alles geschafft, was so Wissenschaft angeht, alle maximalen Abschlüsse, ist doch super. Aber trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich auch Angst habe und dass ich Stress bekomme und dass ich abends, so wie gestern Abend, um 9:30 zu Hause sitze und noch an so einem Antrag sitze und eigentlich ins Bett möchte, weil ich heute Morgen um 5 raus muss. Warum habe ich also trotzdem Angst, wenn doch eigentlich alles gut gelaufen ist? Und wie viel Angst müssen dann diejenigen haben, die noch nicht so weit sind? Und war es bei mir früher auch so, dass ich Angst hatte? Ja, selbstverständlich. Und mir ist in den letzten Tagen extrem nochmal aufgefallen, auch nachdem ich einen Vortrag von Professor Jack Nasher gesehen habe, der so ein bisschen sich mit Angst auch beschäftigt hat und wie Angst antreibt. Das ist schon ziemlich krass in unserer Gesellschaft. Ist vielleicht auch ein bisschen krank und blöd. Mir ist aufgefallen, dass ich viel Angst vor Verurteilung hatte. Ich weiß noch, in meiner O-Veranstaltung in der Uni, ich habe die Fächer am Anfang Sport und Geografie studiert. Dann habe ich hauptsächlich eigentlich mich auf Erziehungswissenschaft fokussiert und hinterher aus Angst auch noch Technik hinterher studiert. Aber der Dozent hat mir das Gefühl gegeben, ich wäre ja kein richtiger Student. Also die Kombination war nicht ernst genommen. Also Mathe und, was weiß ich, Chemie, das wäre was gewesen. Aber Sport und Geo, aber es waren die Sachen, die ich konnte. Und ab da an hatte ich Probleme, über meine Fächerwahl zu sprechen, ist mir aufgefallen. Ich habe ungern das präsentiert. Jetzt ist mir das Schnurzpiep egal, ich bin verbeamtet und mein Professor, jetzt kann ich auch darüber offen sprechen, weil es hat ja irgendwie hingehauen, aber zwischendurch hatte ich Schiss und habe deswegen das absolut kompensieren müssen. Ich habe noch andere Fächer studiert, ich habe nebenher irgendwelche anderen Scheine gemacht, um eben da nicht negativ aufzufallen. Dann gab es Volleyball. Ich bin in der Pizzeria, da sagt der Pizzabäcker, hey, das ist übrigens ein Bundesligaspieler und alle so, wow. Und dann sage ich so, ja, aber Volleyball und alle so, ach so. Also auch da die Verurteilung und die Angst, dass also das eine Konzept nicht zum anderen passt und dass man faul ist, davor hatte ich sowieso immer Angst. Und dann bin ich mir sicher, dass es den Studierenden ähnlich geht. Wovor ich häufig und viele Jahre Angst hatte, war die Angst vor einer Lücke im Lebenslauf. Uns haben sie alle gesagt, wenn ihr eine Lücke im Lebenslauf habt, das sieht schlecht aus, das geht nicht. Wenn man sich irgendwo bewirbt und so weiter und so fort, das Ding muss lückenlos sein. Das Ding muss laufen. Da darf auf keinen Fall irgendwie auch annähernd nur irgendwas Komisches sein. Und heute weiß ich, es ist scheißegal. Scheißegal, wenn ich für irgendwas brenne, dann brenne ich dafür, dann bin ich auch gut, mit Sicherheit. Und ich zum Beispiel schaue heute, wenn sich Leute bei mir bewerben, schaue ich nicht auf Noten, ist mir wurscht, die Menschen müssen passen. Und wenn die zwischendurch mal in Australien waren, 1-2 Jahre, dann sage ich ja herzlich willkommen, richtig gut, hätte ich auch gerne gemacht, habe ich leider nicht. Und das bringt doch wesentlich mehr als jede Ausbildung sonst irgendwo. Angst vor existenziellen Problemen, darüber müssen wir nicht reden, oder? Die hat, glaube ich, fast jeder, oder? Der Blick aufs Konto und dann fehlt auf einmal irgendwie was an Geld oder ist es gar kein Geld mehr da. Auch das treibt an, wirre Dinge zu tun, oder? Also auch diese Angst sorgt dafür, dass wir Sachen machen, die unglaublich sind. Genauso wie Angst vor Niederlagen, vor Abstiegen bei mir damals in der Liga oder Nichtbestehen von Klausuren oder noch schlimmer, mündliche Prüfungen, dass man da steht und man bekommt es ins Gesicht gesagt, dass man nicht gut genug war. Eklig. Und es fällt also mehr und mehr auf, dass man eigentlich häufig durch Angst getrieben ist. Und wenn ich überlege, wie schnell ich studiert habe, dann würde ich sagen, ich habe es nicht gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe so schnell studiert, weil ich Angst hatte, zu langsam zu sein. Und das ist krank. Das darf eigentlich nicht sein. Und dementsprechend stellt sich für mich die Frage, warum leben wir? Also und wofür? Also warum weiß ich, aber wofür leben wir? Was ist das Ziel des Lebens? Und wenn es um so richtig tiefe Fragen geht bei mir im Leben, frage ich immer Wikipedia. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Zwinkersmiley natürlich nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil die Antworten da eigentlich ganz gut waren. Das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen. Und da stehen manchmal Dinge drin, die sind witzig, aber manchmal auch ganz gut. Wir gucken uns mal an, was Wikipedia zum Lebenssinn sagt. Wikipedia sagt zu Lebenssinn, hierbei wird diskutiert, ob dieser durch eine äußere Institution vorgegeben ist, etwa ein göttliches Gebot, ob ein bestimmtes Verhalten der Natur entspringt, dass zum Beispiel der Mensch dem Zweck der Fortpflanzung oder Arterhaltung folgt, oder ob er gefordert ist, autonom ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich einen Lebensweg zu wählen, den er als sinnvoll erachtet. Sinnvoll erscheint ein Leben dann, wenn es einer idealen Wertvorstellung entspricht.
Und ich weiß nicht, wie Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich schon darüber Gedanken gemacht haben, worum es eigentlich im Leben geht. Und diese Frage würde ich gerne stellen. Und Sie haben wahrscheinlich alle ein Smartphone bei der Hand. Wenn nicht, holen Sie es mal kurz. Ich habe hier einen kleinen QR-Code. Drücken Sie mal drauf. Ich habe jetzt diese drei Optionen, die hier bei Wikipedia genannt wurden, Fortpflanzung, Religion und selbstbestimmtes Leben, mal aufgenommen. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, es ist anonym, was Ihr Ziel des Lebens ist, auch worum es bei Ihnen im Leben eigentlich geht. Danach frage ich Sie auch noch, wie glücklich Sie gerade sind. Ich würde mich also freuen, wenn Sie die Kamera einmal auf diesen QR-Code halten und an dieser Umfrage teilnehmen. Und ich warte jetzt so lange, bis die Antworten da sind, dann gucken wir uns die mal an. Und dadurch, dass wir eine kleine Verzögerung haben, wird es für Sie einen kleinen Moment dauern. Für alle die da frisch dazukommen, ich sehe die ersten Stimmen gehen ein, 3, 4 Stimmen haben wir schon, das funktioniert, das ist super, 5 Stimmen. Die neu dazukommen, QR-Code einmal abscannen mit der Kamera des Smartphones und dann mal die Fragen beantworten. Sie müssten eigentlich 2 Fragen finden. Jetzt habe ich schon 25 Angaben, sehr gut, das läuft also. Ich warte noch mal ein paar Sekunden, bevor ich diese Umfrage zumache und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Ich kann mir eigentlich auch schon denken, wie es aussieht gleich. Ja, und es kommt in den Chat gerade von Jasmin. Hallo, wollte nur kurz testen, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Und sagt sie, schade, dass man nur eine Antwortmöglichkeit angeben konnte. Das eine schließt das andere nicht aus. Nee, absolut. Aber Sie sollten die Antwortoption mal nehmen, die für Sie überragt, also was das Entscheidende ist. Natürlich kann man auch ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn man sich gerne fortpflanzt. Also das steht ja nicht zur Debatte. Also wir haben 56 Stimmen drin, da kommen immer mehr dazu. Das ist super, 57. Und dann schauen wir uns doch einfach mal die Sache an. Hier sehen wir die Angaben und zwar haben 5% von Ihnen gesagt Fortpflanzung, also Arterhaltung, Sie wollten sich fortpflanzen, das sind 8% aller Angaben. Dann das eher religiösere, also einem göttlichen Gebot folgen, das sagen 7% und die Mehrheit, also 84%, sagen autonom ein selbstbestimmtes Leben führen. Das ist auf jeden Fall interessant. Und wenn Sie hier einmal die Kamera draufhalten, ich sehe gerade, dass Sie das noch nicht als Option hatten oder da noch nicht teilnehmen konnten. Wenn Sie da nochmal die Kamera draufhalten, dann frage ich Sie, wie glücklich Sie momentan sind. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage aktuell, weil wir haben Corona, wir haben Lockdown, wir sehen uns wenig. Und ich wüsste von Ihnen gerne mal, es ist nach wie vor auch anonym, das heißt, ich kann nicht zurückverfolgen und das kann auch kein anderer machen, wer hier gerade abgestimmt hat. Ich wüsste gerne, wie glücklich Sie sind und wie Sie gerade sich so fühlen. 5-Punkt-Likert-Skala, einmal angeben, wie Sie sich fühlen und dann haben wir so einen kleinen Schätzer dafür, wie hier so die Stimmung bei Ihnen ist. Da kommen auch die ersten Fragen rein, sehr gut, 14 sind da. Denn man kann, denke ich, nicht drumherum reden. Corona hat eine kräftige Wirkung. Ich stehe heute das erste Mal seit oder in den letzten Tagen seit Ewigkeit mal wieder im Büro, davor ein Jahr zu Hause und das hat mit mir extrem was gemacht, weil ich so gerne in der Uni bin. Und als ich heute Morgen vom Bahnhof zur Uni lief, ist es immer wieder traurig zu sehen, wie wenige Fahrräder in der Stadt sind, dass keine Menschen da sind, dass man am Gebäude 15, also an der Seminarstraße vorbeigeht, hier in Osnabrück keine Studis da sind, nichts in den Hörsälen los ist. Also traurig und das macht mich definitiv etwas unglücklicher. Und wir gucken mal, was bei Ihnen so los ist. Ich beende die Abstimmung und wir sehen, also unglücklich sind zum Glück nur wenige. 5% sagen unglücklich, eher unglücklich. 28%, das sind also immer noch recht viele, ne? Also das heißt, ein Drittel unter Ihnen würde sagen, dass sie eher unglücklich oder unglücklich sind.
dann haben wir ungefähr auch ein Drittel, ein Viertel bei mittelmäßig und der Rest trifft sich dann bei eher glücklich und glücklich. Das sind knapp 40% und das ist gut. Ja, das kann, glaube ich, noch wesentlich schlechter aussehen, aber dann wissen wir da Bescheid. Wir gehen wieder zurück zur Präsentation und schauen mal an, was passiert. Also wir reden jetzt über Lebenssinn und wenn wir über den Lebenssinn sprechen, müssen wir auch über Schule sprechen, oder? Und wir gucken mal einmal ganz kurz, wie das zusammenpasst. Was sagt Schule? Was sagt Wikipedia eigentlich zu Schule? Eine Schule, Ursprungsbedeutung übrigens freie Zeit oder Müßiggang oder Nichtstun, was ich ganz witzig finde, später dann Studium und Vorlesung. Auch Bildungsanstalt oder Lernanstalt genannt, ist eine Institution, deren Bildungsauftrag im Lehren und Lernen, also in der Vermittlung von Wissen und Können durch Lehrer an Schüler, aber auch in der Wertevermittlung und in der Erziehung und Bildung zu mündigen, sich verantwortlich in die Gesellschaft einbringenden Persönlichkeiten besteht. Jetzt sollten Sie nicht weiter sagen, dass ich immer nur Wikipedia zitiere. Das ist nicht der Fall. Das habe ich jetzt nur aus Spaß gemacht. Aber sie liest, glaube ich, ganz gut, worum es geht. Ne? Also Bildung, darum geht es. Wir haben also so ein paar Aufgaben. Und ich habe dann doch noch mal wissenschaftliche Literatur auch herangezogen. Und die sagt eigentlich, hat Schule drei Aufgaben. Also man kann auch noch ein paar mehr sehen, aber eigentlich drei. Das eine ist Qualifizierung. Natürlich, Menschen irgendwie zu Wissen und auch zu Fähigkeiten oder vielleicht sogar auch zu Haltungen befähigen. Dann haben wir die Sozialisierung, was extrem wichtig ist, oder? Das kommt uns immer wieder auf, wenn wir Demos sehen, wenn wir Kriege miterleben. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in der Gesellschaft gut miteinander klarkommen, dass sie gut auskommen. Also wir brauchen Sozialisierung. Wir müssen neue, in Anführungsstrichen, entweder Neugeborene oder Menschen, die neu in unsere Gesellschaft kommen, eingliedern, assimilieren, reinbekommen, sodass sie sich wohlfühlen und dass wir gemeinsam richtig gut leben können. Und dann haben wir die Subjektwerdung, das heißt also Handlungsfähigkeit und menschliche Freiheit, der Mensch zu werden, der man potenziell sein kann. Also das, was in einem steckt, dass das auch so rauskommt und gelebt werden kann. Das ist auch Aufgabe der Schule. Bei Qualifizierung oben würde ich sagen, ja, das ist klasse Schule, oder? Sozialisierung, ja, sind wir auch okay. Über die Subjektwerdung, denke ich, können wir dann schon so ein bisschen diskutieren. Und das habe ich auch mit ein paar Studis auf dem Campus in Bochum gemacht, vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr, 3 Jahren. Das sieht man an den Haaren, dass das schon ein bisschen länger her ist bei mir. Es war aber schönes Wetter. Und wir gucken uns das mal an. Also Subjektwerdung, Schule, Uni. Ich habe den Studierenden auf dem Campus die Frage gestellt, sie werden es gleich einsehen, nächste Woche noch mal ein paar andere, wie gut hat die Schule auf die Uni vorbereitet? Die Frage kam spontan und die Antwort auch. Die Frage kam nicht spontan, die hatte ich mir vorher überlegt, aber die Antworten kamen spontan und ich zeichne das einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Was glauben Sie, wenn Sie jetzt mal nicht nur an sich denken, sondern an alle Studierenden, was glauben Sie, wo die Studierenden so generell ihr größtes Problem beim Lernen haben? Vielleicht auch bezüglich dieser verschiedenen Strategien, die wir Ihnen hier gerade gezeigt haben. Den Realitätsbezug. Ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, weshalb die das lernen und warum sie lernen. Und wenn man weiß, inwiefern das auch eine Rolle für die zukünftige Gesellschaft spielt und welche Positionen die damit einhergehen, dann glaube ich, kann vieles geändert werden. Viele sehen nur das Geld. Ja. Spannende Sichtweise. Würden Sie sagen, dass die Schule Sie gut darauf vorbereitet hat, was hier los ist und wie es hier abgeht und wie man hier lernen muss? Auf gar keinen Fall. Nee. Inwiefern nicht? Ach, die Schule, die versucht dich einfach nur auf die Leistungsgesellschaft vorzubereiten und gerade das, was ich gesagt habe, Persönlichkeitsinteresse und Interesse der Selbstentfaltung wird gar nicht in den Vordergrund gestellt, sondern es geht nur um den Beruf, um die Karriere und einen schnellmöglichen Abschluss zu haben und dann in die Wirtschaft einzusteigen und die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, das war ein kritischer Blick, würde ich sagen. Aber es war spontan, das auf jeden Fall. Sovi und Philosophiestudent der Uni in Bochum. Und er spricht also von Leistungsgesellschaft. Und ganz gut passend dazu habe ich vor ungefähr ein paar Tagen das zweite Mal die Netflix-Doku Take Your Pills gesehen. Typisch für so eine Netflix-Doku, oder? Irgendwie so ein bisschen extrem und ziemlich viele Zahlen, die da präsentiert werden. Und da wird also mitgeteilt, wie in den USA ziemlich häufig Adderall oder Ritalin genommen wird, um die Leistung zu steigern. Vor allem in der Schule, Highschool, College und auch darüber. Und das ist schon krass. Und das bekommen wir natürlich auch mal mit. Ich habe vorhin von Ängsten gesprochen. Ich habe jetzt irgendwie nicht irgendwie groß Drogen genommen, um meine Leistung zu steigern. Das auch nicht auch im Profisport. Ich habe mich halt immer von abgesehen, da irgendwie groß irgendwie Voltaren oder so zu schlucken. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist der Leistungsdruck. In manchen Ländern noch größer als hier. Wenn man nach China guckt momentan, das ist extrem, was die Kinder da leisten müssen im Schulsystem. Also das ist das, wo der Student gerade von gesprochen hat. Was dann ganz gut dazu passt, ist eine Aussage von Jennifer Gidley, die sagt, Bildung darf aber zukünftig nicht den Mechanismen des Marktes und der Gewinnmaximierung unterworfen werden. Das heißt also, wenn wir Druck haben im Kessel, in der
Marktwirtschaft, Kapitalismus, dann darf das eigentlich nicht auf die Bildung sich ausprägen. Das merken wir an den Unis allerdings. Die Unis müssen sich selbst verwalten, die müssen um Geld kämpfen. Das merken wir aber in der Schule auch, oder? Also wir merken in der Schule, dass da schon Druck im Kessel ist. Die Schulen denken darüber nach oder die Länder denken darüber nach, ein kurzes Abitur einzuführen. Machen sie zwischenzeitlich auch. Warum? Damit wir schneller arbeiten können, wir Menschen. Aber macht das wirklich Sinn, so früh zu arbeiten? Sind die Menschen dann schon weit genug dafür oder sollten wir eigentlich uns eher mehr Zeit nehmen, um zu leben und auch entsprechend zu arbeiten? Deswegen finde ich diesen Kommentar ganz passend. Und sie hat noch was gesagt, das habe ich mal mitgebracht und lese es einmal ganz kurz vor. The biggest educational futures challenge is not just access. It is how to transform education so that it is culturally appropriate and designed to develop whole human beings who are futures focused and can think creatively about how to deal with emerging challenges. Das klingt schön, oder? Wow. Also es geht um Kreativität, es geht darum, so futures focused zu sein. Also wir schauen in die Zukunft und haben da auch Lust drauf. Und dann sage ich, das ist genial, aber schauen wir nicht immer zu viel in die Zukunft? Sollten wir nicht eigentlich in der Schule vielleicht sogar auch lernen, mehr den Moment mitzubekommen, den Moment auch zu genießen? Weil Futures Focus heißt doch eigentlich wieder Leistungsdruck, oder? Kann zumindest bedeuten, wenn wir also viel nach vorne gucken und wir immer wieder schauen, was Sache ist. Wenn Sie Ihre Bachelorarbeit fertig haben, dann denken Sie direkt an den Master. Oh, 4 Semester nur und dann kommt die Masterarbeit schon. Eigentlich habe ich nur 3 Semester. Und wenn man den Master hat, dann geht man direkt Richtung Referendariat. Oh mein Gott, das soll die schlimmste Zeit des Lebens werden. Haben wir das Referendariat fertig, dann wollen wir eigentlich möglichst schnell eine feste Stelle. Warum? Ja, das ist so. Man möchte Geld verdienen, man braucht es auch. Und das macht jeder so. Und weil es jeder so macht, muss ich es irgendwie auch machen. Das heißt also, wir sind immer nach vorne orientiert und verlernen, glaube ich, mehr und mehr den Moment klar zu bekommen, zu genießen und voll und ganz auszukosten. Und wenn wir uns mal anschauen, was Richard David Precht dazu sagt, man kann von den Menschen, die ich hier zitiere, denken, was man möchte. Ich nehme immer nur die Zitate natürlich auf. Dann sagt er, Schule bildet für den Job als Chefsekretär oder Chefsekretärin aus. Das heißt also, so richtig kreativ oder so richtig Kreativität wird da nicht gefördert. Und es ist halt so manuelle Tätigkeiten, für die er qualifiziert werden. Und das sieht Sir Ken Robinson übrigens auch so. Ich musste leider dieses E in Klammern setzen, weil der vor ein paar Wochen gestorben ist. Der gute Herr, das ist der Mann, der den schönsten Vortrag überhaupt ever jemals gehalten hat. Ich habe den Link auch nachher mal hinten angefügt und nachher nochmal ein anderes Zitat von ihm. Absolutes Idol, was Vorträge halten angeht. Und der sagt, dass das Bildungssystem darauf ausgelegt ist, Universitätsprofessorinnen und Professoren auszubilden. Das heißt also, es wird so viel Fachwissen und so viel Spezifisches vermittelt, als würden wir alle Professorinnen und Professoren werden. Das geht natürlich gar nicht und das darf nicht so sein. Von daher passt das ganz gut. Und diese Frage habe ich den Studierenden, sondern meinen Followern bei Instagram gestern auch gestellt. Sie erinnern sich, wenn sie mitgemacht haben vielleicht, ich habe gefragt, unterrichtet Schule aus deiner Sicht die richtigen Inhalte, in Klammern, für ein Leben im 21. Jahrhundert? Und es haben 700 Leute in etwa diese Nachricht gesehen, es haben ein paar hundert mitgemacht und die Verteilung sieht relativ klar aus, oder? Also 91% sagen, nee, das sind nicht die richtigen Inhalte. Und 9% sagen, doch, das passt schon so, das ist okay. Hängt wahrscheinlich auch von Schule zu Schule ab. Auch hier natürlich nicht, wir können nicht schwarz-weiß malen. Es gibt Schulen und es gibt auch Lehrkräfte, die es absolut genial machen. Noch im Durchschnitt würde ich mich auch zu Nein committen, würde also sagen, das, was da gemacht wird momentan, das kann nicht richtig sein für eine Zeit, in der wir da momentan leben. Ganz abgesehen von Corona, da müssten wir nochmal was anderes machen, dazu kommen wir aber gleich. Schauen wir uns mal an, was die Schulgesetze sagen und vor allem die Theorien zur individuellen Förderung. Das passt nämlich richtig, richtig gut dazu. Wir sehen hier die Schulgesetze und wir können uns die Paragraphen jetzt durchlesen, aber wir lesen uns mal einen durch und zwar das von Nordrhein-Westfalen, das untere. Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, das ist das erste. Das zweite ist Erziehung und das dritte ist individuelle Förderung. Das heißt also, jeder junge Mensch hat ein Recht auf individuelle Förderung. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist individuelle Förderung? Das weiß man gar nicht so richtig. Wir gucken uns nachher mal an und wir werden sehen, dass das richtig, richtig schwierig ist. Aber die Kinder haben ein Recht darauf. Das heißt automatisch auch, dass sie eigentlich Lehrkräfte verklagen können, wenn sie es nicht machen. Und wenn wir uns das Grundgesetz angucken, dann sehen wir etwas Ähnliches. Ja? Also niemand darf wegen seines Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und der Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt werden. Und erst recht dürfen keine Menschen mit Behinderung
benachteiligt werden. Geht nicht. Und das ist die Frage, wie bekommen wir es hin, dass eben jedes Kind in der Schule dieselbe Chance erhält? Muss doch sein, unbedingt. Da darf niemand bevorzugt werden. Nicht die Hochbegabten, nicht die Minderbegabten. Alle müssen die gleiche Chance bekommen. Denn eine Sache, denke ich, ist klar, jedes Kind steckt voll mit Begabung, mit Neigung und auch Interessen. Auch mit Schwächen, keine Frage. Aber jedes Kind hat alles mit an Bord. Die Frage ist halt nur, wie kriegen wir das aktiviert und wie kriegen wir das Kind vor allem auch dazu, das herauszufinden, abgesehen von der direkten Förderung, die wir als Lehrkräfte, Eltern, Freundinnen, Freunde oder Geschwister da vornehmen können. Und ich höre häufig, gerade so an Hauptschulen zum Beispiel, ja, aber dieses Kind, das erreichst du nicht. Das hat auch keine Interessen und gar nichts. Und ich denke, das kann nicht sein. Wenn ein Kind im Unterricht sitzt und nicht mitmacht oder keine Interessen zeigt, dann kann das Kind sein. Aber vielleicht bin ich es auch. Ich sage immer so schön, waren es 8 Geisterfahrer oder war es 1 Geisterfahrer? Und das heißt, immer mal abwägen, bin ich es oder sind es die anderen? Und wenn Kinder in einer bestimmten Klasse nicht richtig funktionieren, kann es daran liegen, dass das System, das wir gebaut haben, nicht zu diesen Kindern passt. Die kommen neu auf die Welt, vielleicht müssen wir unser System adaptieren und verändern, weil das heute einfach nicht mehr up-to-date ist. Und da habe ich vor ein paar Wochen von Devon Price, einer jungen Dame, einen super interessanten Text gelesen, der sehr inspirierend war. Und sie sagt, if a person's behavior doesn't make sense to you, it is because you are missing a part of their context. It's that simple. Das heißt, wenn wir uns irgendwas nicht erklären können an Verhalten von irgendwelchen Personen, heißt das, wir wissen nicht komplett darüber Bescheid, was bei denen eigentlich abgeht. Wir wissen nicht, was drumherum ist. Wir kennen die Rahmenbedingungen vielleicht nicht komplett oder wie es der Person geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Individuelle Förderung wird in der Wissenschaft als erzieherisches Handeln verstanden, und zwar unter konsequenter Berücksichtigung personaler Lern- und Bildungsvoraussetzungen. Das ist das, was Eckhard Klima und Kollegin sagt. Das heißt also, wir erziehen, ja, oder haben dieses erzieherische Handeln, wir unterrichten zum Beispiel, aber achten immer darauf, wer vor uns sitzt. Wir achten immer explizit darauf, wer vor uns sitzt und was sie können, was sie mitbringen, wo die Interessen sind, wo Schwächen sind, was das Vorwissen sagt, wie vielleicht auch die Intelligenz aussieht, wie schnell sie Informationen aufnehmen und verarbeiten können, wie Unterstützung zu Hause ist und so weiter und so fort. Das heißt also, individuelle Förderung ist eigentlich der didaktische Leitbegriff zum Umgang mit Heterogenität, und individuelle Förderung bedeutet letztendlich auch, dass wir so einen Kreislauf haben, eigentlich so ein Kreislaufmodell. Am Anfang dieses Modells steht immer die Diagnostik. Das heißt also, wir müssen erstmal untersuchen und herausfinden, wer sitzt da eigentlich vor uns, mit welchen Schwächen, mit welchen Stärken, mit welchen Interessen und Wünschen. Dann legen wir die Ziele fest, wie wollen wir fördern. Dann kommt der Schritt 3, da kommt die Fördermaßnahme. Und am Ende müssen wir evaluieren und herausfinden, hat das was gebracht? Also hat das geholfen, das, was wir davor genommen haben oder was wir gemacht haben? Wenn das der Fall ist, super, dann können wir so weitermachen. Wenn nicht, müssen wir irgendwas verändern. Denn das sollte natürlich was bringen, dass da das, was wir da machen. Vielleicht noch mal kurz zurück. Was in der Schule häufig falsch läuft, ist Schritt 1 und Schritt 4. Also das wirkliche Diagnostizieren. Und Diagnostizieren, das haben wir auch in der letzten Woche schon mal besprochen, das kann zum einen unsystematisch passieren, indem ich beobachte. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste in der Schule. Machen wir uns nichts vor. Und das Zweite ist das wissenschaftliche, systematischere Diagnostizieren. Ich setze also Instrumente ein. Nicht erst am Ende des Lernens mit einer Klausur. Die Klausur müsste eigentlich auch am Anfang gestellt werden, damit ich sehe, wie sich das entwickelt. Denn dann habe ich auch automatisch eine Evaluation. Dann habe ich nämlich einen Prozess diagnostiziert. Ich habe gesehen, wie sich das Wissen zum Beispiel entwickelt. Ja? Und jetzt ist die Frage, was können wir machen? Was können wir generell machen im Klassenraum oder auch während des Studiums und generell im Leben? Und da habe ich ein paar Ideen mal mitgebracht. Und ich habe vor allem Ideen mitgebracht, die zum einen aus dem System stammen. Also was sagt das jetzige System dazu? Und dann kommen so ein paar Ideen von mir und dann werden wir uns auch anschauen, was die Vorlesung dazu leistet. Wenn wir uns angucken, was das aktuelle System sagt, dann sagt das System so, ja, es gibt ja kompensatorische Trainings- und Zusatzangebote. Wenn die Schule nicht ausreicht, der normale Unterricht, dann können wir noch was anderes machen. Dann können wir sowas anbieten wie Lernen oder Mathe-Förder oder Mathe-Forder oder Nachhilfe. Die Tatsache, dass wir so ein riesig großes, millionenschweres Nachhilfeprogramm fahren in Deutschland, ist auch eigentlich ein Zeichen schon dafür, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Also wir müssen also Kindern Nachhilfe anbieten, damit sie in unser System reinpassen. Ist das System dann wirklich appropriate? Also passt das? I don't know. Ich sehe das sehr, sehr kritisch.
Eine andere Möglichkeit ist, vielfältige Lernwege zu ermöglichen, durch zum Beispiel offeneren Unterricht. Das heißt also, wir machen nicht pur geschlossenen Unterricht, so wie hier zum Beispiel diese Vorlesung, sondern wir bieten etwas offeneren Unterricht an, sowas wie Freiarbeit oder Wochenplan, was momentan auch während der Corona-Zeit ziemlich häufig gemacht wird, oder Projektarbeit zum Beispiel. Ich glaube, in Projektarbeit schlummert so viel Potenzial. Ich meine, das Konzept gibt es seit Jahrzehnten, aber ich glaube, da müssen wir hin, da sitzt die Kreativität drin. Bevor ich weitermache, würde ich die Studierenden einmal gerne bitten, im Studierenden-Chat mal was zu schreiben. Ich sehe nichts. Ich würde mich freuen, wenn da mal was reingetippt wird, nur dass ich sehe, dass das Ding funktioniert und hier nicht ein kleines technisches Problem vorliegt und ich Ihre Wortmeldung nicht mitbekomme. Und die Frage ist dann, wenn wir also sagen, Projektarbeit ist richtig cool oder auch sowas wie Wochenplanarbeit, wann funktioniert das eigentlich? Das ist eine Art der individuellen Förderung. Die Menschen kriegen also einen Rahmen dafür, sich entsprechend selbst durch das Lernmaterial zu bewegen oder Dinge zu produzieren, zum Beispiel in Projektarbeit. Aber wann funktioniert das? Weil die Menschen sagen ja häufig, ja, das können vor allem die Schülerinnen und Schüler, die sowieso gut sind. Man muss sie halt selbst regulieren können. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Ne? Eine andere Möglichkeit ist Binnendifferenzierung durch adaptiven Unterricht. Oh, danke für die Kommentare. Super, funktioniert. Ja, da kommen sie jetzt alle rein. Astralen, perfekt. Also wenn Sie Fragen haben, ne, stellen Sie Fragen, also liebe Studierende. Ja? Ich bin da. Und das passt. Hat denn tatsächlich jeder ein Recht auf Nachhilfe? Oh, das ist eine spannende Frage. Da müssen wir jemanden fragen, der sich noch besser mit Nachhilfe auskennt. Also Binnendifferenzierung durch adaptiven Unterricht. Adaptiv bedeutet also, ich gucke, was sie können, die Leute, und dann gucke ich, was ich anbiete. Ja, ich reagiere also auf das, was da vor mir sitzt. Man nennt sowas auch in der Forschung Aptitude-Treatment-Interaktion. Also die Aptitude, was bringt diese Person mit? Und Treatment ist natürlich das, womit ich unterrichte oder wie ich unterrichte. Das muss passen. Das ist nicht einfach. Und dass das nicht einfach ist, sehen wir jetzt gleich. Es gibt super spannende Forschung von Ingrid Kunze und Claudia Solzbacher, die hier beide im Haus sind bzw. waren. Ingrid Kunze sitzt gerade eine Etage über mir und Claudia Solzbacher saß mal eine Etage über mir. Die ist leider schon in Pension. Und die haben herausgefunden, dass 99% der Lehrkräfte die individuelle Förderung als wichtig ansehen. Wow, das finde ich cool. Also nahezu alle Lehrkräfte sagen also, die individuelle Förderung ist total wichtig. Und wie viele sagen, dass das unmöglich scheint? 90%. Also absolut genial. 99% der Lehrkräfte sagen, individuelle Förderung ist total wichtig. 90% sagen, aber so wie das da gewollt ist, geht das nicht. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen das bei so viel Unterricht pro Woche nicht, so individuell zu unterrichten. Und wir müssen daneben ja auch noch beraten, wir müssen verwalten, wir müssen innovieren und so weiter und so fort. Und dann passt das, was Wolfgang Klafki sagt, doch perfekt dazu, oder? Weil wenn ich Wolfgang Klafki lese, muss ich sagen, kriege ich immer eine kleine Gänsehaut, weil es mich an mein Studium und an die allgemeine Didaktik und so erinnert. Aber letztendlich, was der gute Herr in den letzten Jahren auch noch zusammengeschrieben hat, ist unglaublich. Und er sagt ja also sowieso generell, Bildung kann man nicht vermitteln. Das heißt also, durch normalen Unterricht und das Vermitteln von Fachwissen kann man sich nicht bilden. Das ist keine Bildung. Das muss anders stattfinden. Und ich sage, wir bereiten Schülerinnen und Schüler doch eigentlich nur auf Bekanntes vor, oder? Und nicht auf Unbekanntes. Das Unbekannte erwartet uns aber in der Zukunft. Alle. Durch die Bank. Das heißt, das, was wir unterrichten momentan in der Schule, würde ich sagen, hat sich bewährt irgendwie in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert. In der Industrialisierung brauchten wir diese Inhalte vielleicht, aber heute. Und das heißt also, das, was wir schon kennen, das beizubringen, sollten wir nicht die Schülerinnen und Schüler eher dazu befähigen, mit Unbekanntem umzugehen demnächst? Also kreative Problemlösung ja, zu fördern, das ist ja auch eine Form der Intelligenz. Also ich muss auf Neues mich einstellen, möglichst schnell und kreativ. Darauf müssten Sie, glaube ich, vorbereiten und das ist also da mein Kommentar dazu. Und wenn es in Richtung Bildung geht, dann haben wir es vorhin auch gesehen, auch bei dem Kommentar des Studenten auf dem Campus, da muss es doch eigentlich etwas individueller werden, oder? Also, deswegen würde ich sagen, wenn es in Richtung Unterricht jetzt geht und die Studierenden oder auch Sie als aktive Lehrkräfte, die Sie zum Beispiel jetzt gerade bei Ihrer Familie, bei Ihren Schwestern sitzen und mir zuhören, Sie sollten doch eigentlich das Ziel haben, alles attraktiver zu machen als alle anderen. Also zu überlegen, was brauche ich heute wirklich und was brauchen die Schülerinnen und Schüler vor allem heute wirklich. Und ich glaube, eine Sache sollten wir ins Zentrum packen, das ist das Individuum. Wir sollten nicht sagen, so funktioniert unser System und alle müssen zum System passen. Ich würde sagen, wir müssen wieder lernen, Individualität wertzuschätzen. Also dass die Power im Menschen zu sehen, das Besondere und das Besondere nicht als Bedrohung zu sehen und damit am besten noch Angst vorzuhaben, sondern zu sagen,
dieser Schüler oder diese Schülerin ist da anders als die anderen. Und das ist die riesengroße Chance, denn die Menschen, die wirklich Erfolg haben im Leben, sind es Musiker oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder sind es Politikerinnen und Politiker, die können eine Sache meistens richtig, richtig gut und die müssen wir doch herausfinden. Und ich bin überzeugt davon, dass es jeder kann und jeder hat. Das heißt also, das Individuum muss in die Mitte und nicht der Mittelwert. Helmut Kopecky sagt, eine schulische Bildungssituation, die Kinder begeistert, ist die beste Voraussetzung für nachhaltiges Lernen. Wow. Stellt man sich mal vor, man geht immer glücklich und fröhlich in die Schule. Ich bin total gerne in die Schule gegangen, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob wegen des Unterrichts oder wegen der Leute, aber ich bin echt gerne eigentlich hingegangen. Ich war nicht gut, aber ich bin gerne hingegangen. Aber wie schön wäre das, wenn wir dafür sorgen könnten, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie nicht zum Elternsprechtag kommen, die Kinder mit ihren Eltern in der 5. Jahrgangsstufe, so wie ich es gerne ab und zu mitbekomme, mit Angst. Also schon Angst davor haben, verurteilt zu werden oder dass sie gesagt, du reichst nicht, das genügt nicht. Wir sind hier in der 5, wir müssen ja noch sowieso entscheiden, ob du hier auf dieser Schule überhaupt bleiben darfst. Das reicht so nicht. Also wenn wir es ohne Angst hinbekämen. Begeisterung, das ist der Motor für alles, oder? Wenn wir begeistert sind, dann entsteht da Flow. Oder kann Flow entstehen? Und das ist das Schönste, was wir überhaupt haben können. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat. Ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viel gerade um Förderunterricht und Nachhilfe. Ich glaube, das sind keine Fragen gerade hier für mich. Das sieht sehr, sehr nach Jurastudium aus. Das gucke ich mir nachher mal genauer an. Darauf kann ich so schnell gar nicht reagieren. Das bin ich nicht Experte genug für. Und wenn es um Begeisterung geht, stelle ich Lehrkräften in meinen Fortbildungen immer die Frage, hat Ihr Mathelehrer Sie früher auch gefragt, ob Sie Lust haben auf diese oder jene Aufgabe? Und dann lachen die Lehrkräfte immer, natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? Warum hat der Mathelehrer das früher nicht gefragt? Hatte der Angst davor, Nein gesagt zu bekommen? Und ich denke, da müssen wir dran schrauben, oder? Ich glaube, dass wir uns mal Gedanken darüber machen müssen, wie normal es doch eigentlich ist, wenn man an irgendwas nicht Interesse hat. Also ich muss mir bewusst darüber sein, dass ich von den 67, die ich jetzt hier gerade live sehe, dass da viele dabei sind, die das nicht so interessant finden. Und wenn die mir das sagen, dann darf ich da nicht enttäuscht sein, sondern, also ich muss schon eigentlich enttäuscht sein, weil ich muss eigentlich so hinbekommen, dass es allen gefällt. Aber ich weiß, dass manche Themen, und Mensch, das passt einfach nicht so richtig zusammen, so wie ich nicht das riesig große Interesse an Mathematik habe oder Geschichte. Mir kann man Zahlen erzählen, wie man möchte, ich kann sie mir einfach nicht merken. Aber wir müssen eigentlich die Frage stellen, hast du Lust auf dieses Thema? Ist das was für dich? Und wenn nicht, dann muss ich als Lehrkraft eigentlich zusehen, dass ich mein Angebot verändere. Ich kann doch nicht irgendwas durchknüppeln, von dem ich selber nicht genau weiß, ob das Kind das braucht in Zukunft, oder? Ich bin ja nicht Gott. Ja, aber das ist das System und das System möchte ja, dass du es unterrichtest. Ja, das System nicht unbedingt und ich kann es auch immer noch anders verpacken, etwas harmonischer und angepasster, weil ja eigentlich soll das Individuum im Mittelpunkt stehen, nicht das Fach und vor allem nicht der Fachinhalt. Und was wir, glaube ich, machen können, uns so ein bisschen zu verändern und daran zu gewöhnen, das Individuum in die Mitte zu packen, wir müssen anders Fragen stellen. Wir müssen den Menschen die Chance geben, zu reflektieren und mehr über sich nachzudenken, als über Ängste, Inhalte oder Kompetenzen. Wobei es eine unglaublich wichtige Kompetenz ist, mit sich selbst natürlich klarzukommen und selbstreguliert unterwegs zu sein, erst recht in Zeiten von Corona oder offenerem Unterricht. Deswegen werden wir auch in dieser Vorlesung viel über selbstreguliertes Lernen sprechen. Eine Frage wäre, zum Beispiel diese, die ich gerne auch in Seminaren stelle. Und die Menschen strugglen dann. Auch Studierende im Alter von 20, 21, 22, 23 Jahren strugglen bei dieser Frage, weil man sich viel zu selten darüber Gedanken macht. Was ist ihre größte Stärke, mit der sie die Gesellschaft und Schule verändern wollen? Beziehungsweise einen Beitrag leisten können? Was ist die Stärke, die wirklich durchschlägt? Haben Sie eine? Gibt es die? Kennen Sie die? Sind Sie sich sicher, dass Sie da erfolgreich sein können? Das kann man Schülerinnen und Schülern doch auch fragen. Und das passt doch eigentlich total gut auch zur heutigen Zeit, denn ich muss doch meine Stärken kennen, denn dann kann ich mich auf sie verlassen. Und wenn ich meine Schwächen dann am besten auch noch kenne und mit denen gut klarkomme, darüber reden wir auch in der nächsten Woche nochmal, dann muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwelchen Situationen begegne, die dazu führen, dass ich leide aufgrund meiner Schwächen. Wenn ich mit denen klarkomme und wenn ich auch meine Stärken kenne, kann ich mich darauf verlassen. Dann läuft das Leben schon. Und dann kann ich auch in stressigen Phasen, wenn ich mal im Hamsterrad bin, gut entgegentreten. Schule hat, so sieht es hier gerade im Chat aus, ich nehme mal hier einen Kommentar auf, Schule hat ja nicht nur das eine Ziel, Subjektwerdung, um Gottes Willen, sondern auch das Vorbereiten auf das Leben, absolut, und da gehört Steuererklärung zu. Selbst wenn man die Fähigkeit besitzt, sich etwas selbst beibringen zu können, heißt das ja nicht,
dass man es auch tut. Welches Kind setzt sich denn hin und denkt sich, heute schaue ich mir mal ein YouTube-Video zu Steuern an und lese mir einen Zeitartikel dazu durch? Das ist richtig. Das machen wenige Kinder, weil die wenigsten Kinder auch eine Steuererklärung machen müssen, sondern das wird im späteren Leben passieren. Das Schöne in unserer Gesellschaft ist ja, dass wir den Kindern beibringen müssen, hast du die Fähigkeit dazu, das selbst zu können? Wir zeigen es dir mal, wie das eigentlich geht. Du kannst dich jetzt damit selbst beschäftigen. Und wenn du darauf überhaupt keinen Bock hast, dann holst du dir einen Steuerberater. Das ist so. Ich saß mal irgendwann bei der Qualis in Soest, also im Schulinstitut in Nordrhein-Westfalen. Und da sagte ich so, ja, Selbstregulation und Mathematikunterricht und so. Und dann gibt es hier Motivationsregulationsstrategien. Dann sagte die Lehrerin, ja. Und das ist auch ein super Zeichen, so, wenn die Strategien nicht wirken, was ist denn dann? So, ne? Weil ich immer sagte, ja, wenn ich bei mir zu Hause stehe und abwaschen muss und ich habe keinen Bock drauf, dann denke ich darüber nach, wie die Küche aussieht, wenn sie schön ist, also aufgeräumt. Dann bin ich eigentlich, meistens fange ich dann an. Und dann sagt sie so, jo, und das ist in Mathe so, wenn die also keinen Bock haben, dann wenden die auch solche Strategien an, dann machen die eher Mathe. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt sie so, das wäre doch wie bei Ihnen auch, dann kaufen sie sich einen Geschirrspüler. So ist es. Und das muss ich herausfinden. Ich darf aber nicht darunter leiden, dass ich die Steuererklärung nicht kann. Und ich darf sie nicht, ich sage es mal, verschlampen. Weil das könnte Probleme geben. Ich muss mir bewusst sein dessen, was ist da gefordert, bis wann. Kann ich das selbst? Brauche ich Hilfe? Brauche ich keine Hilfe? Mache ich das am Stück oder teile ich mir das auf? Oder brauche ich da professionelle Hilfe? Gebe ich also diese ganze Aufgabe ab? Das ist das, glaube ich, was wir beibringen müssen. Ansonsten haben Sie vollkommen recht, Anna, das müssen wir natürlich auch irgendwie beibringen. Es gibt Inhalte, die müssen gelernt werden. Das sehen wir auch gleich. Andere Fragen sind zum Beispiel, haben Sie wirklich Ihren Job gefunden? Also die angehenden Lehrkräfte, sind Sie sich sicher, dass Sie Lehrkraft werden wollen? Warum? Oder warum nicht? Und die, die Sie Lehrkraft sind Sie sich sicher, dass Sie in diesem System gut klarkommen werden? Ist das Ihr Job? Haben Sie da wirklich Bock drauf? Und wenn Sie den Job gefunden haben, haben Sie sich selbst eigentlich auch schon gefunden? Also würden Sie sagen, Sie haben Ihre Mitte gefunden und kommen gut mit sich klar und wissen, was Sie können, was Sie nicht können und so weiter und so fort. Und wenn es dann in Richtung Job geht und wir wollen die Kinder begeistern, dann muss uns klar sein, dass wir als Dozierende, als Lehrende, Lehrkräfte einen unglaublichen Effekt haben können. Und Jim Carrey sagt in so einer Motivationsrede irgendwo bei YouTube, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Also die beste Währung überhaupt. So, das ist das Allerbeste. Wenn man sich bewusst ist, was man bei anderen Menschen erreichen kann, wenn man selber strahlt und Lust hat auf irgendetwas, was man da bewegen kann, megamäßig, ja. Und dann stelle ich mir doch häufig die Frage, was ist eigentlich unser Tagesziel und was ist Ihr Tagesziel eigentlich? Und sind wir mal ganz ehrlich, ich habe die Hypothese, dass es viele Menschen unter uns gibt, ich nehme mich da nicht raus, die häufig morgens aufwachen und sagen, mein Tagesziel ist es, so schnell es geht, wieder ins Bett zu kommen, zu kuscheln mit der Bettdecke oder mit einer anderen Person. Oder? Und dann ist natürlich auch schwierig, wahrscheinlich andere Menschen tierisch zu begeistern und mitzureißen und den Nobelpreis zu gewinnen. Und da ist so momentan die Frage, die Frage kann man sich mal stellen, was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich im Leben erreichen und auch am Tag erreichen? Ist es wirklich was voranzubringen oder ist es das Überleben? Was ist es eigentlich? Und ich habe die Hypothese, dass es bei ziemlich vielen, bei mir meistens und sehr häufig auch, muss ich sagen, ich bin auch sehr müde im Moment, das Ziel ist, schnell wieder auf die Couch zu kommen, sich irgendwas anzugucken, den Gewohnheiten zu folgen. Darüber werden wir in dieser Vorlesung noch viel, viel sprechen, über Gewohnheiten und die Macht der Gewohnheiten. Und alle, die im Smartphone-Seminar sind, wo es um Smartphone-Abhängigkeit geht, da werden wir natürlich erst recht darüber sprechen. Ulrike Kegler sagt zu dieser ganzen Thematik, eine gute Schule ist für mich ein Ort, an dem Kinder erleben können, was es heißt, Spuren zu hinterlassen und wirksam zu sein. Also ich wünsche auch allen Lehrkräften und Dozierenden das Gefühl, Spuren zu hinterlassen. Ist nichts Schöneres, oder? Wenn man mal gesagt bekommt, oh, das war inspirierend, das war gut und danke, dass Sie mir das damals beigebracht haben. Wow, das ist klasse, das ist ein richtig gutes Gefühl. Aber auch Schülerinnen und Schüler müssen das erleben. Die müssen das Gefühl haben, Spuren zu hinterlassen. Jetzt frage ich mich natürlich, was meinen die mit Spuren hinterlassen? Ja, die meinen wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie sowas, ne? Die meinen jetzt nicht, dass da irgendjemand rumsprayt oder so. Aber Lernen und Spuren hinterlassen, das ist eine unglaublich spannende Connection. Denn Lernen ist eigentlich immer unsichtbar, oder? Also wenn man das lernt, dann ist das irgendwo im Gehirn verarbeitet. Man sieht es nicht. Und wie häufig haben Sie, Studierenden oder auch alle anderen Menschen, die gerade zuschauen, das Gefühl, der Tag ist vorbei, aber ich habe nicht so richtig viel geschafft. Warum? Vielleicht, weil man nur gelesen hat. Aber man hat unglaublich sich gut vorbereitet, man hat super recherchiert. Aber man hat keine Spuren hinterlassen. Und das ist eine Aufgabe in der Schule und genauso auch in unserem Alltag, wenn wir gesund und munter bleiben wollen. Wir müssen Spuren hinterlassen. Beim Lernen, aber auch beim Leben.
es macht absolut Sinn, Spuren zu hinterlassen im Sinne von, wir wollen jemanden nach vorne bringen. Als Lehrkraft möchte ich meine Schülerinnen und Schüler inspirieren und entwickeln und fortbilden und denen viel Fachwissen und Kompetenzen an die Hand geben. Es macht beim Lernen Sinn, Spuren zu hinterlassen, insofern, als dass wir uns To-Do-Listen schreiben und uns deutlich machen, was haben wir eigentlich geschafft. Das ist gut für unseren Kopf, das ist gut, um strukturiert vorzugehen und vor allem Arbeiten fortzuführen. Aber wir müssen über Fachwissen nachdenken, ziemlich viel über Fachwissen nachdenken, und das würde ich mit Ihnen gerne machen, und zwar machen wir das mit einem kleinen Test. Und ich hoffe, die Lara, das sehe ich hier gerade auch schon, die Lara schreibt gut mit, es gibt ganz, ganz viele Fragen und ganz viele Anregungen hier. Ich freue mich darauf, das gleich zu lesen. Die Lara bitte die Fragen sammeln und nachher vielleicht auch nochmal auflisten. Lara, bitte nimm nur die einfachen Fragen und nicht diese komplizierten Fragen zu Jura. Da bin ich nicht so richtig gut drin. Nein, schreib sie alle auf. Ich würde Sie, die Sie gerade zuschauen, darum bitten, mal den kleinen Test jetzt gleich mitzumachen. Ich stelle nur eine Frage. Das ist der sogenannte Ignoranztest. Und zwar habe ich vor ein, zwei Jahren ein Buch gelesen von Maren Urner. Und da ging es darum, den täglichen Weltuntergang zu verhindern quasi, den die Medien immer wieder präsentieren. Wir merken das seit über einem Jahr, dass man morgens das Radio anmachen kann, man wird direkt mit Todes- und Inzidenzzahlen konfrontiert. Und das heißt, unser Gemüt muss ständig dagegen kämpfen, wir müssen also diese Informationen verarbeiten. Was? 23.000 neue Fälle, Inzidenzzahl von 199 oder über 200, oh, die Schulen werden wieder dicht gemacht und so weiter und so fort. Das heißt also, ist gar nicht so einfach. Und das liegt daran, dass if it bleeds, it leads. Ja? Bad news are good news und so weiter und so fort. Das heißt, die Medien hauen ganz gut rein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Letztendlich geht ja alles um Aufmerksamkeit bei uns in dieser Welt und in diesem System. Und da wurde ein sogenannter Ignoranztest vorgestellt in diesem Buch. Und zwar wurden da Thematiken und Fragen präsentiert, die in den letzten Jahren ziemlich stark durch die Medien gegangen sind, bevor Corona da war. Zum Beispiel Masernimpfung. Sie erinnern sich daran. Der Holger Spahn hat damals mal viel über Masernimpfung gesprochen. Und ich präsentiere Ihnen jetzt gleich eine Frage und Sie beantworten die mal im Kopf. Ja? Sie kreuzen mal mit dem Auge die Antwortoption an, von der Sie ausgehen, dass sie richtig ist. Okay? Und dann werde ich Ihnen nachher präsentieren, was richtig ist. Und ich zeige Ihnen vor allem auch, was 1000 andere Deutsche dazu sagen. Und dann werden wir uns wundern. Wie viel Prozent aller einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen Masern geimpft? Was glauben Sie? 20, 50 oder 80%? Wie viel Prozent aller einjährigen Kinder weltweit sind gegen Masern geimpft? Was würden Sie sagen? Haben Sie alle eine Antwort gesucht? Und dann stelle ich noch eine andere Frage, eine zweite. Glauben Sie, diese Frage richtig beantwortet zu haben? Wenn wir es um Geld wetten würden, sind Sie sicher? Wer ist sich richtig, richtig sicher? Ich möchte einmal die Studierenden aktivieren. Klicken Sie bitte mal einmal in den Chat. Es sind gerade 46 von Ihnen online. Super cool. Oh, das heißt, wir haben 30 Menschen, die nicht in unserer Vorlesung sind. Das ist mega. Die auch gerade live sind. Also, tragen Sie mal ein. A, B oder C. Was glauben Sie, was richtig ist? Einmal in diesen Studierenden-Chat reinknallen. Und dann zeige ich Ihnen gleich, was richtig ist. Welche Antwort? Und ich zeige Ihnen, was 1000 andere Deutsche sagen. Das ist nämlich richtig interessant. Und dann gucken wir mal, ob Sie recht hatten. Auch bezüglich der zweiten Frage, ob Sie halt geglaubt haben, richtig beantwortet zu haben. Also einmal anklicken, da kommen jetzt die ersten rein. A, C, B, 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 A, B, A, B, B, A, 80%, A, B, B, A. Okay, wir sehen also ziemlich viel A und ziemlich viel B. Wenig C, dann auch nichts davon richtig. Da wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon mal gegoogelt. Also ziemlich viel A und ziemlich viel B. Ich zeige Ihnen mal die richtige Antwort. Richtig ist C, 80%. Und die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, von 2015, sind sogar 84%. Das heißt also, 84% aller einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen Masern geimpft. Ja, wie kommt es dazu, dass, Sie sehen das jetzt hier auf der rechten Seite, wie kommt das denn dazu, hier sehen Sie das, dass 90% der Deutschen falsch antworten. 90% glauben 50% oder sogar weniger. Ja, woran liegt das denn? Ja, wahrscheinlich nicht daran, dass sie jetzt im Studium oder so gelernt haben falsch, sondern es muss ja an den Medien liegen, wie das also präsentiert wurde oder wie diese Informationen verarbeitet wurden. Das heißt also, es wurde das Thema aufgemacht, der Mensch nimmt diese Informationen wahr, jetzt stellen wir diese Frage und wir sehen also, obwohl wir uns damit offensichtlich, vielleicht nicht aktiv, sondern eher passiv damit beschäftigt haben, tippen also so viele Menschen falsch. 90%, also 900 von 1000 tippen die falsche Antwort. Richtig ist 84%. Es sind ziemlich viele Kinder auf der Welt gegen Masern geimpft. Und
Der Grund, warum es diesen Test gibt, gibt eigentlich zwei. Die Gesellschaft tendiert zu einem negativen Weltbild. Das kann man damit zeigen. Ich bringe in der nächsten Woche nochmal ein paar Fragen mit und dann gucken wir uns das mal an. Das ist super spannend, wie man da einfach teilweise verladen wird. Wobei, jetzt wissen wir auch schon, wie der Test funktioniert. Das macht ja keinen Sinn, mehr den mitzubringen, merke ich gerade. Oder wie wir halt generell mit negativer Berichterstattung umgehen. Das heißt also, wir müssen ziemlich stark selbst regulieren. Das machen wir noch nicht so häufig. Müssen wir den Schülerinnen und Schülern eigentlich auch beibringen. Das hat was mit Medienkompetenz zu tun. Und der Grund, warum ich diesen Test aufgenommen habe, er zeigt, dass Zugriff auf Fachwissen vergänglich ist. Das heißt also, wir haben uns mit dieser Thematik beschäftigt. Wir sollten also mindestens wissen, dass 80% der einjährigen Kinder auf der Welt geimpft sind. Vielleicht nicht 80, aber wir sollten wissen, dass es nicht nur die Hälfte ist. Das müsste man schon wissen, nachdem es so stark in den Medien war. Wir tun es nicht, wir wissen es nicht. Das heißt also, das merken wir auch bei vielen anderen Dingen. Ich zum Beispiel selbst kann keine Integrale mehr berechnen. Das habe ich mal irgendwann gekonnt in der Schulzeit. Das kann ich nicht mehr. Ich kann auch keine Kurven mehr diskutieren. Geht einfach gar nicht mehr. Oder Matrizen irgendwie bearbeiten. Ich weiß gar nichts mehr, was das angeht. Obwohl ich Statistik unterrichte in der Uni. Kann ich nicht mehr. Heißt, Zugriff auf Fachwissen ist vergänglich. Immer dann, wenn ich dieses Fachwissen nicht stark benutze und benötige, kann es passieren, dass ich nicht mehr darauf zugreifen kann. Ja, und manche sprechen von vergessen, wobei das nicht ganz so richtig ist. Ich kann einfach nicht mehr darauf zugreifen. Das ist normal. Und wenn das normal ist, müssen wir uns darüber Gedanken machen, warum vermitteln wir denn dann eigentlich so viel Fachwissen in der Schule? Das ist ja eigentlich so mit das Hauptziel, oder? Und wir müssen reinhauen, reinhauen. Und alle haben gerade Panik wegen Corona, weil wir Zeit verlieren. Ist es denn wirklich so dramatisch und so schlimm? Wenn wir so viel wieder vergessen, macht das Sinn, so viel Fachwissen zu knüppeln? I don't know. Ich würde sagen, viel wichtiger war die andere Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Glauben Sie, diese Frage richtig beantwortet zu haben? Weil wenn Sie sagen, nee, dann können Sie so wie ich auch googeln, dann werden Sie bei Statista sehen, dass es 84% im Jahr 2015 waren. Und wenn Sie sich 100% sicher sein, dann sparen Sie sich die Zeit, dann müssen Sie auch nicht 0,2 Gramm CO2 ausgeben für die Google-Frage. Das kostet übrigens so viel. Eine Google-Anfrage kostet CO2, logischerweise. Werden wir auch noch drüber sprechen in einer der nächsten Vorlesungen, wenn es um digitale Schule geht und so. Aber die Frage ist entscheidend. Also wir müssen viel stärker reflektieren, also auf Metaebene unterwegs sein und solche Fragen stellen. Und wenn es ums Fachwissen geht, und das ist halt nun mal Hauptfokus momentan immer noch in den Schulen, vor allem an Gymnasien, da muss man ja sagen, das ist ja der Witz irgendwie, dass vor allem da Fachwissen geknallt wird ohne Ende, würde ich sagen, ist nicht nachhaltig. Also das reine Vermitteln des Fachwissens um des Fachwissens willen ist nicht nachhaltig, weil wir diesen Zugriffsverlust haben. Wir brauchen Fachwissen, aber nicht nur um Fachwissen zu besitzen, sondern aus anderen Gründen, die ich Ihnen gerne präsentieren würde. Es gibt drei Stück aus meiner Sicht. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber es sind, finde ich, die drei prominentesten. Wir müssen Fachwissen vermitteln und Fachwissen ist im Unterricht auch erlaubt, dann, wenn es Mittel zum Zweck ist, um Kompetenzen oder Fertigkeiten und so weiter und so fort zu fördern. Beispiel, man kann das selbstregulierte Lernen nicht fördern, wenn man nicht auch Fachwissen mitvermittelt. Das wäre sonst Stricken ohne Wolle. Sie können ja auch Kindern nicht das Stricken beibringen, wenn die Wolle nicht dran ist an den Nadeln. Ne? Das heißt also, wir brauchen dafür Fachwissen. Dann ist das erfolgreicher. Und das macht Sinn. Heißt, dafür brauchen wir Fachwissen. Aber nicht nur zum Auswendiglernen. Der zweite Grund ist, was ist, wenn Schülerinnen und Schüler darauf Lust haben? Also sie haben Interesse an einem bestimmten Thema und wollen diese Informationen zu sich nehmen, weil sie es total spannend finden. Vielleicht, weil sie irgendwann mal in Richtung eines bestimmten Jobs wollen. Oder so wie ich zum Beispiel, ich interessiere mich tierisch für Klima. Also wenn mir einer was zu Wolkenkonstellationen sagt, kann ich mir super merken. Oder wie sich die Temperatur irgendwie mit der Höhe verändert, wenn die feuchtadiabatische Temperatur Höhengradient. Ich finde das genial. Aber erzählen Sie mir was zu Griechen oder Römern und so früher. Da kann ich mir gar nichts merken. Geht gar nichts. Also das heißt, es gibt bestimmte Themen, interessiere ich mich für. Da will ich auch was drüber erfahren. Andere Themen, da macht es gar keinen Sinn. Ich habe auch gar kein Interesse daran. Witzigerweise habe ich auch kein Interesse an dem wissenschaftlichen Konzept von Interesse. Ich kann es mir nicht merken. Motivation, Interesse ist für mich eine Blackbox. Ich verstehe es einfach nicht. Oder, dritter Grund für Fachwissen in der Schule, wenn es überlebenswichtig ist, oder? Also wenn irgendwas super, super wichtig ist, weil man sonst nicht überlebt, dann sollte man das auch beibringen. Es geht sowas um Ernährung zum Beispiel oder generell Bewegung und die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit und so weiter und so fort. Das heißt also, Fachwissen kritisch sehen. Es gibt Gründe, warum man Fachwissen behandeln sollte, aber nicht einfach nur, um es auswendig zu lernen. Wofür? Es ist nicht nachhaltig. Auf der anderen Seite sage ich, oh, warte mal. Oder benötigen wir eben doch relativ viel Fachwissensvermittlung in der Schule, weil man sonst ja gar nicht erfahren kann, ob einem dieses Thema überhaupt liegt. Also in der 5 zum Beispiel habe ich mich noch überhaupt gar nicht für irgendwie so Geografie oder so interessiert. Hatte ich das auch noch nicht, glaube ich. Also Erdkunde. Aber später dann voll. Mega Thema für mich geworden. Das heißt also, ich brauchte Zeit. Manche sind in der 5, 6, 7 in Mathe so schlecht, kriegen eine andere Lehrerin oder einen anderen Lehrer. Auf einmal starten die so durch mit Mathe und lieben das Fach sogar.
Ich weiß, dass das bei meiner Schwester der Fall war. Die war 5, Mathe, Intervase 2, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall hat das da einen krassen Change gegeben. Und würden wir also dafür sorgen, dass die Kinder gar nicht die Chance bekommen, auch Fachwissen mitzubekommen, und da kann das dann sein, dass sich die Interessen gar nicht dann ausbilden können? Und dann würde ich sagen, doch, das geht. Aber es geht, glaube ich, um die Einstellung der Lehrkraft. Es geht eben nicht darum, Fachwissen zu knüppeln, sondern es geht eigentlich eher darum, für das Fach zu begeistern, oder? Also es geht darum, dass wir mit Hilfe von Fachwissen, der vorsichtigen Vermittlung von Fachwissen, für das Fach begeistern und immer das Individuum in der Mitte sehen, nicht nur das Fach. Ja, jetzt hätte ich Ihnen gerne ein Video gezeigt. Geht nicht, weil sonst kriege ich Ärger von Brainpool, von ProSieben und von YouTube, und dann sperren die den Kanal und dann können wir keine Vorlesung mehr halten. Ich habe den Link zu diesem Video aber in Stutterpie und auch am Ende der Vorlesung, beziehungsweise hier am Rand. Und ich habe ein Zitat da oben, das kennen Sie vielleicht, von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Ja, das ist der richtige Name. Die sagte mal irgendwann, wer nichts weiß, muss alles glauben. Heißt also, wenn ich wirklich nichts weiß, also wenn ich nur in die Schule gehe, um Bilder auszumalen, das ist auch problematisch. Also dann muss ich halt alles glauben, was andere sagen. Und das merken Sie doch momentan, wenn Sie auf die Straße gehen. Sie treffen Bekannte und die sagen, die wollen die Stadt zumachen. Ehrlich? Habe ich gehört. Müssen Sie glauben. Sie haben nichts anderes gehört, also glauben Sie das. Und manche glauben schneller irgendwelche Sachen. Das heißt also, so ein bisschen Fachwissen, so ein bisschen informieren ist schon wichtig. Und der Stefan Raab bei TV Total früher, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, ist ja schon ein bisschen länger von der Bildfläche weg, aber der Stefan Raab hat damals einen Spaß gemacht in seiner Sendung bei TV Total und sagte, wer von Ihnen hat gestern Abend die Sonnenfinsternis beobachtet? Und es melden sich 5, 6, 7, 8 im Publikum. Und er hatte sich selbst auch gemeldet. Und dann sagt er so, cool, aber gestern war gar keine Sonnenfinsternis. Und alle lachen. Das heißt also, manche haben so gesagt, so ja, komm, ich will dazugehören. Das war ja so. Aber es war gar keine Sonnenfinsternis. Die war seit ein paar Jahren nicht mehr. Und dann sind die durch die Stadt gegangen, haben interviewt. Und er sagt, gleiche. Und, haben Sie sich gestern die Sonnenfinsternis angeguckt? Ja, ja. Und, wie? Ja, so reingeguckt. So, Augen so ein bisschen zugeblinzelt, damit es nicht so hell ist. Das heißt also, man muss sich schon informieren und schon auch ein bisschen Grundstock an Fachwissen haben. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber Sie kennen die kompetenzorientierten Kernlehrpläne. Das heißt also, Fachwissen muss nicht nur einfach gebüffelt werden. Man soll Kompetenzen entwickeln und da das Fachwissen zu Hilfe nehmen. Das heißt also, mithilfe des Fachwissens Kompetenzen entwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben als angehende Lehrkräfte so viel Freiheiten und diese müssen Sie unbedingt nutzen. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen Fachwissen knüppeln aufgrund von Klausuren und Co. und es ist ultra stressig, dann noch mal ein bisschen über das Hamsterrad nachdenken, weil ich glaube, das kann auch unter anderem an Ihnen liegen oder an Ihrem Umfeld und nicht nur an den Lehrplänen. Und wenn Sie dann denken, so, ich kann ja nicht so richtig viel verändern, das sehen Sie unten, dann sage ich so, stopp, das ist Quatsch, weil wir, glaube ich, können alle was verändern. Wenn wir in diesem Hamsterrad drinstecken, dann müssen wir uns überlegen, wie wir rauskommen, darüber reden wir jetzt gleich, aber das geht schon, das geht auf jeden Fall schon klar. Und wenn es um Inhalte geht, das habe ich gestern auch ja nochmal bei Instagram so gefragt, vielleicht haben Sie es gesehen, und wir gucken uns mal an, was da rausgekommen ist. Hier auf der rechten Seite, da steht also, denk bitte an individuelle Förderung, darüber reden wir ja gelernt zur Zeit, unter den momentan möglichen Rahmenbedingungen, also Fernunterricht, zwischendurch mal Wechselunterricht. Worum sollten sich die Schulen gerade vor allem kümmern? Fachwissen vermitteln, damit sie nicht abgehängt werden, ja, damit wir also nicht Angst haben, irgendwie Richtung Abitur und so abgehängt zu werden oder im Vergleich zu anderen Ländern und so, dass dann die Asiaten irgendwann wieder uns voraus sind und der Innovationsstandort Deutschland irgendwie zugrunde geht. Oder eher um das Wohl des Kindes, also damit die Kinder psychisch gesund bleiben und bei Laune bleiben. Und das ist Antwortverhalten der Leute, die mitgemacht haben. Ein paar hundert waren es auf jeden Fall, ist eindeutig. 86% der Kinder sagen, stopp, fahr mal runter, kümmere dich mal ums Wohl der Kinder. Fachwissen soll mal hinten angestellt werden. Geht wahrscheinlich nicht, schwarz-weiß denkend, 1:0 so quasi. Aber ich habe das Gefühl momentan, dass wir Panik davor haben, dass die Kinder nicht genug lernen. Dabei wissen wir gar nicht so genau, was sie immer lernen, wie viel sie lernen. Also wenn wir so eine Unterrichtsreihe zu Shakespeare machen, sind wir uns wirklich sicher, dass sie hinterher sehr, sehr viel zu Shakespeare wissen und Gedichte oder irgendwelche was weiß ich was für Geschichten super gut analysieren können. I don't know. Entscheidend ist jetzt gerade, und das merken wir, glaube ich, alle, wie krass man unter dieser Situation leiden kann. Und ich tendiere auch dazu, eher zu sagen, lasst uns ein Angebot machen, das vor allem dazu führt, dass wir gesund bleiben. Mit ein bisschen Fachwissen, mit ein bisschen Kompetenzvermittlung. Aber man kann auch die Vermittlung von Fachwissen und von Kompetenzen so angenehm machen und so reflektiert aufsetzen, dass das Spaß machen kann und dass das vor allem natürlich auch nachhaltig ist. Und wenn wir uns dann angucken, so, ja, das ist ja das System, ich kann nicht ganz so viel verändern, so, und dann sage ich,
sage ich, walk the talk. Das System sind wir. Und ich habe da eine ganz feine Analogie irgendwann vor ein paar Jahren mal gefunden. Und ich war in Aachen auf einer Tagung und ich war mit internationalen Kolleginnen und Kollegen auf der Kirmes da. Und die Kirmes in Aachen ist so eine süße kleine Kirmes mit so einer kleinen Achterbahn und dem einen oder anderen Gerät und man kriegt hier Zuckerwatte und so. Und dann waren wir erst auf der Achterbahn und danach sind wir durch so ein Kinderdings durchgelaufen. Und die kennen das, wenn irgendwie so die Böden so wackeln und die Stufen sich bewegen und dann so Verzerrspiegel sind und man mal dünner, mal dicker ist und so. Und dann war da auch so ein Holzhamsterrad. Und der Matthias aus der Schweiz und ich, wir sind da reingegangen. Der Matthias ist nochmal so ein Stück größer als ich gewesen und wir sind losgelaufen. Und irgendwann dachte ich dann, das ist zu schnell. Das ist viel zu schnell. Scheiße. Und wir rennen. Und ich denke irgendwann, ich renne raus. Und lege mich aber richtig auf den Hintern. Aber richtig. Und dass ich mir nichts gebrochen habe, so Ellenbogen oder Schulter, also da, ich war richtig froh. Ich hatte Schrammen ohne Ende und habe mir auch mal kurz so ein Hemdchen zerrissen am Ärmel, am Arm. Aber es ist sonst zum Glück nichts passiert. Und da dachte ich so, jo, das ist eine super Analogie. Wenn ich im Hamsterrad drin stecke und um mich herum alle am Rad drehen, also alle richtig schnell rennen und total unter Leistungsdruck stehen. Also zum Beispiel Sie als Studierende, alle drumherum, Regelstudienzeit, BAföG, ballern, ballern, ballern. Und Sie wollen langsamer laufen, ist halt gar nicht so einfach. Da müssen Sie extrem gut sein in Selbstregulation. Sie müssen gut die Emotionen regulieren können und unglaublich selbstbewusst sein wahrscheinlich und sehr, sehr selbstwirksam unterwegs sein. Es ist wesentlich einfacher dann, wenn Ihr Umfeld mit Ihnen auf einem Nenner ist. Also ich hätte in diesem Rad gesagt, Matthias, lass uns bitte nicht so schnell laufen. Dann macht das bestimmt auch mehr Spaß, dann können wir auch zwischendurch wieder stoppen und rausgehen. Was ich nicht geschafft habe, ist, während er volle Pulle rennt, einfach rauszuspringen. Das hat mich zerlegt. Und ich glaube, das ist eine gute Analogie für unsere Gesellschaft, wenn wir nicht in der Lage sind, zu kommunizieren und unser Umfeld, mit unserem Umfeld im Reinen zu sein und die auf unserem Nenner zu haben, dann wird es schwer, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und wenn wir den Kindern vorleben und sagen, ja, aber das müsst ihr für die Klausur können, sonst schafft ihr auch kein Abitur, oder, dann wird das Rad immer schneller und immer schneller. Und wenn wir dann einmal schnell rennen, dann wird es erst recht schwer, das wieder langsam zu bekommen. Ich hätte dem Matthias sagen können, lass uns bitte langsam langsamer werden. Aber es war halt auch nur einer mit dem Rad. Stellt man sich mal vor, es sind 20 mit dem Rad. Das wird richtig schwierig. Von daher also, das System sind nicht die anderen und das ist nicht irgendwie die Politik. Ja, ein Stück weit schon. Aber das kleine System um uns herum, das sind wir. Das sind meine Mitarbeiterinnen und ich. Die Melanie, die drüben sitzt und eine Lara, die daneben noch irgendwo sitzt, die also hier ein bisschen auf alles aufpassen, Technik und Co. Und wenn die losrennen und nur am Ballern sind, dann leide ich darunter. Aber wir werden beide oder alle drei gemeinsam zusehen, dass wir nicht zu schnell uns bewegen. Das heißt also, im Endeffekt sind auch Sie das System mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, Familie im Umfeld. Ja, und dann kennen Sie dieses Sprichwort so, sharing is caring, also dieses Teilen und Mitteilen, das ist Kümmern quasi. Also indem ich mich mitteile, aber auch teile, also das, was ich habe, mit anderen teile, das ist caring. Ja, meine Schwester sagte vor ein paar Tagen so, seid mal ruhig, caring is caring. Also seht zu, dass wir uns caren umeinander, also dass wir uns kümmern. Kümmern ist kümmern. Also wenn es Probleme gibt, dann lass uns mal kümmern. Erst recht jetzt, wenn manche Leute in depressiven Episoden stecken, weil sie keine Menschen treffen, weil ihre Hobbys wegbrechen, weil die überhaupt gar kein Feedback mehr bekommen, weil die vereinsamen, da müssen wir caren. Da ist Sharing das eine, aber wir müssen vor allem uns kümmern und das Individuum in die Mitte packen. Und ich weiß nicht, ob Sie den Film Alphabet kennen. Ein unglaublich toller Film, der zeigt, wie Alternativbildung aussehen kann, dass auch Menschen ohne Schulbildung richtig gut klarkommen, weil sie von ihren Eltern unterrichtet wurden. Oder es wird auch ein Fall gezeigt von einem Spanier, der unter Trisomie 21 leidet, der studiert hat und sein Studium abgeschlossen hat. Und dieser Spanier sagt, für ihn gibt es zwei Konzepte, Liebe und Angst. Und gehen Sie mal in den nächsten Wochen durch die Welt und stellen sich mal immer wieder die Frage, wenn es Ihnen mal nicht gut geht oder wenn Sie auch mal Stress zu Hause haben. Regiert hier gerade die Liebe zum Leben oder ist es die Angst? Und sehr, sehr häufig ist es die Angst, die dazu führt, dass wir schneller rennen, schneller lernen, Fächer wählen, zu Starbucks gehen, statt zu einem kleinen Kaffeehändler nebenan. Oder wir gehen zu McDonald's und uns da den Burger, weil wir genau wissen, was wir da bekommen. Ich übrigens gehe da nicht hin. Statt zu einem anderen Burger zu gehen, von dem wir nicht genau wissen, ob es gut schmeckt. Wobei wir eigentlich nichts im Leben schöner finden als die Überraschung. Wir versuchen was Neues und das Neue ist genial. Aber häufig lassen wir uns von der Angst leiten und gehen also zu Dingen, die wir kennen. Ja, und dann sagt Sir Kevin Robinson, das ist der
guter Herr, der vor ein paar Monaten leider an Krebs gestorben ist, mit 70 oder 71. Und der, wie gesagt, den tollsten Vortrag ever gehalten hat, den müssen Sie sich unbedingt anschauen. Der Link ist, wie gesagt, bei StudIP oder auch hinten in der Präsentation drin. Oder für alle die, die ja nicht drauf zugreifen können, suchen Sie bei TED oder bei YouTube Sir Ken Robinson und dann Schools Kill Creativity. Also es geht darum, dass die Schulen Kreativität nicht fördern, sondern eher zerstören. Und das ist ein ganz, ganz toller Vortrag. Und der sagt, wer nicht bereit ist, einen Fehler zu machen, der wird niemals etwas Großartiges schaffen. Das heißt also, wenn ich etwas wage, ja, sagt man auch so, wer wagt, der gewinnt. Wer nicht bereit ist, einen Fehler zu machen, der wird nie was Großartiges schaffen. Wenn Ronaldo bei der Fußball-WM hingeht und sich den Ball auf den Elfmeterpunkt legt, um den Elfmeter zu schießen, weiß er, ich kann jetzt Held werden oder Versager. Aber nur weil ich bereit bin, diesen Fehler zu machen, also das Verschießen des Elfmeters, deswegen habe ich auch die Möglichkeit, was Großartiges zu schaffen und der Held Portugals zu werden. Wenn ich das nicht mache, dann nicht. Wenn ich mich immer verstecke, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute auf mich treten. Ja, so quasi. Also wer nicht bereit ist, einen Fehler zu machen, der wird nie was Großartiges schaffen. Und das soll so ein bisschen auch Grundlage dieser Vorlesung sein. Das möchte ich Ihnen ein bisschen mitgeben. Wir müssen ein bisschen was verändern am System. Viele sprechen von so einer Bildungsrevolution. Es gibt ja unglaublich viele Initiativen, die in diese Richtung gehen und viele intelligente Menschen, die also meinen, wir müssen ein bisschen was dran ändern. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Alle, dass wir ein bisschen was machen müssen. Ob es eine Revolution sein muss, weiß ich nicht. Aber wir können alle auch im Kleinen, auch wenn sie schon Lehrkräfte sind, ändern oder verändern, um in die richtige Richtung zu gehen. Und dann schauen wir mal. Und deswegen möchte ich Sie gerne in dieser Vorlesung behalten, hier am Dienstag um 12.15 Uhr oder wann auch immer Sie das sich anschauen möchten und wollen oder können. Ich zeige Ihnen mal die Themen der nächsten Wochen, denn die passen richtig gut dazu, eigentlich, was wir heute besprochen haben. Was wir in der nächsten Woche machen, ist, wir sprechen über das Lernen. Also wie lernt der Mensch und warum manchmal eigentlich nicht? Ja, ganz spannend, oder? Also warum haben wir es manchmal drauf und manchmal nicht? Welche Themen passen, welche nicht? Also es geht generell erstmal um Lernforschung, also Lernpsychologie. Wie lernt der Mensch? Welche Rolle spielt der Kopf, Motivation, auch Emotionen und wie man sich selbst strukturiert und so. Und die Themenauswahl und warum klappt es halt eben manchmal auch nicht. Danach in der Woche werden wir ein bisschen über Noten und so sprechen. Ich selbst bin Verfechter von Noten geben. Ich mag das gar nicht. Ich möchte Menschen nicht beurteilen. Weil wenn ich die beurteile, dann vergleiche ich die an einem Maßstab. Und das finde ich eigentlich frech, oder? Das ist nicht gewaltfrei. Also wenn ich irgendwie anfange, irgendwelche Studierenden oder Kinder zu vergleichen, dann heißt das automatisch auch, ich bin nicht wirklich individuell unterwegs, weil jeder ist verschieden. Und das muss ich mit einem Mittelwert vergleichen. Ah, eigentlich gar nicht gut. Aber wir müssen es teilweise machen, weil das System das so möchte. Und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, um Feedback zu geben. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man Noten gibt und trotzdem das Lernen verbessert. Und dementsprechend nenne ich das eine Einführung in die pädagogische Diagnostik von morgen. Also wie sollte eigentlich das Noten geben oder auch Rückmeldung und Feedback geben morgen aussehen, damit es irgendwie auch ein bisschen zukunftsfähiger ist. Und dann geht es um selbstreguliertes Lernen. Warum eigentlich und wie fördere ich das? Super spannend. Und es ist so krass, dass so viele Lehrkräfte in den Schulen unterwegs sind und die wissen nicht, was selbstreguliertes Lernen ist. Nein, das ist nicht Freiarbeit. Nein, das ist nicht Projektarbeit. Das ist die Kompetenz, die dazu wichtig ist, um das gut zu können. Aber das ist auch die Kompetenz, die wichtig ist, um in geschlossenen Szenarien klarzukommen. Also in ganz normalen Unterricht oder in einer Vorlesung wie hier. Wenn die Studierenden oder auch Sie, die Sie nicht Studierende sind, zuschauen und nicht gut in der Selbstregulation sind, dann sind Sie schon am Handy oder Sie schlafen schon oder machen irgendwas anderes nebenher, aber hören gar nicht richtig zu. Das selbstregulierte Lernen brauche ich so oder so. Und nach der Schule oder neben der Schule, also außerschulisch, auch in der Uni oder in der Ausbildung, noch viel, viel mehr als in der Schule selbst. Warum brauche ich das, ist, denke ich, klar. Und wie fördere ich das? Das ist gar nicht so einfach und darüber werden wir sprechen in einer dieser Vorlesungen hier. Spannendes Thema. Ich denke, ultra wichtiges Thema. Ich denke, vielleicht sogar das wichtigste Thema, wenn es in Richtung individuelle Förderung geht. Danach kommt eine Sitzung zu Lernstrategien und Transfer von Wissen. Lernstrategien, ich werde Ihnen mal so einen Fundus an Lernstrategien mitbringen. Wann muss man welche Lernstrategie am besten anwenden? Bei welchen Problemen, welchen Fragen und so? Und dann beschäftigen wir uns in der Wissenschaft und vor allem in der Schulpraxis total selten mit dem Konzept des Transfers. Also wenn ich in Mathe da was anwende, kann ich das dann auch irgendwo anders anwenden in Mathe oder in Physik? Oder im normalen Leben? Selten. Warum? Weil wir Transfer nicht unterstützen. Und wenn wir in einer Klausur eine Transferaufgabe stellen, das aber vorher nicht üben, dann wird es nicht klappen, weil Transfer muss geübt werden. Das zeigt sich immer wieder. Was ist eigentlich Transfer und wie unterstützt man das? Das gucken wir uns an. Und da geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um sowas wie Strategiewissen zum Beispiel. Dann wechseln wir ein bisschen das Thema und gehen hin zur Beratung. Die Lehrkraft hat in Deutschland die Aufgabe zu beraten. Eltern, Schülerinnen und Schüler,
andere Kolleginnen und Kollegen. Und das lernt niemand richtig in der Uni. Ich habe ganz, ganz selten nur Angebote gesehen von Unis, die Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften beibringen, wie man richtig berät professionell. Und weil ich das Thema der Manipulation so unglaublich gerne habe, verbinde ich das. Und deswegen stelle ich da die Frage in einer Vorlesung, berate ich noch oder manipuliere ich schon? Und wenn die Lehrerin fragt, und, hat dir der heutige Unterricht gefallen? Fragezeichen. Dann ist das eine suggestive Frage. Auf diese Frage kann man eigentlich nicht antworten, nein. Es sei denn, der Schüler kennt die oder die Schülerin kennt die Lehrerin sehr, sehr gut und traut sich. Das ist so, als wenn ihr Partner oder ihre Partnerin sagt, und, Schatz, liebst du mich? Da gibt es auch nur eine Antwort darauf. Und das ist eigentlich Manipulation, also weil es eine suggestive Frage ist. Das ist schon vorausgesetzt, was die Antwort ist. Ne? Und das ist super spannend. Also wie steuere ich Gespräche? Wie wirkt auch Werbung auf uns? Das gucken wir uns mal an, wenn wir uns irgendwie so Werbetafeln angucken oder wie Produkte auch im Internet präsentiert werden. Dementsprechend könnte man natürlich auch Unterricht aufbauen. Du hast heute die Wahl zwischen diesem Produkt und diesem Produkt. Was möchtest du lernen? Aber es geht vor allem darum zu erkennen, wann berate ich eigentlich wirklich vernünftig? Ich muss vor allem Fragen stellen und nicht Tipps geben. Beratung heißt Fragen stellen. Hilfe zur Selbsthilfe, das werden wir lernen. Gewaltfreie Kommunikation, neues Thema in dieser Vorlesung. Habe ich noch nie gemacht, muss unbedingt gemacht werden. Ich habe mich mit diesem Konzept jetzt in den letzten Monaten mal ein bisschen beschäftigt. Mein guter Kumpel Konstantin hat damit angefangen und das steckt so viel drin. In gewaltfreier Kommunikation. Das heißt nicht, dass man sich, also gewaltfrei heißt jetzt nicht, dass man sich nicht kloppt, sondern es geht um Machtverhältnisse, zum Beispiel in Gesprächen oder sowas wie, ich stelle eine Bitte als Lehrkraft. Tom, ich bitte dich darum, dass du das Fenster schließt. Eine Bitte bedeutet, der Tom kann das entweder machen oder nicht, weil es nur eine Bitte ist. Es ist keine Forderung. Wenn aber die Lehrkraft sagt, mach das Fenster zu, dann ist es keine Bitte, sondern es ist eine Forderung. Und das ist ein Unterschied, weil das eine ist gewaltfrei, das andere nicht unbedingt. Und wenn man nämlich dann sagt, mach das Fenster zu und der Tom macht das nicht, dann wundern wir uns oft. Aber es ist auch kein Wunder, weil es eben keine Bitte war. Man muss diejenigen darum bitten und vor allem auch fragen, warum machst du das Fenster nicht zu oder wäre es in Ordnung, wenn. Also gewaltfreie Kommunikation, super spannendes Thema, damit werden wir uns beschäftigen. Dann wird es digital. Eines meiner Lieblingsthemen momentan, digitale Schule. Gibt es bald noch Lehrkräfte oder nur noch Algorithmen? Und daran schließt direkt das Thema überhaupt an. Smartphones, Abhängigkeit und die Rolle der Schule. Also was muss die Schule eigentlich machen, wenn es um Smartphone und Smartphone-Abhängigkeit geht? Ich würde sagen, einiges, oder? Viele Schulen verbieten Smartphones. Und dann frage ich mich, ja und wie sollen dann die Schülerinnen und Schüler lernen, damit vernünftig umzugehen? Geht doch nicht. Wenn die verboten sind, können wir es ihnen nicht beibringen. Da brauchen Schulkonzepte. Wir sitzen in dem einen Seminar, bisschen so an Konzepten und wir werden das hier auch in dieser Vorlesung nochmal besprechen. Super spannendes Thema. Sie werden garantiert verwundert sein über die eine oder andere Zahl. Auch ein neues Thema. Es gibt eigentlich zwei oder drei ganz neue Themen in dieser Vorlesung im Vergleich zu damals, als ich hier mal die Professur vertreten habe. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Alle Fächer und alle Lehrkräfte müssen es unterrichten. Was ist so besonders an BNE? Wir müssen es machen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Erde überlebt und dass wir überleben, also die Menschheit und auch alle Tiere und alle Pflanzen. Und darum müssen wir uns kümmern. Nicht nur in Bio, sondern auch in allen anderen Fächern. Und nicht nur in Erdkunde. Nein, man kann es auch in Mathe und in Sport machen. Wie? Darüber werden wir sprechen. Und dann kommt es zu den letzten beiden Sitzungen. Ich würde mit Ihnen gerne mal darüber sprechen, wie Sie demnächst Unterricht aufbauen können, und um sich zu verbessern ständig. Also so kleine Evaluationen für sich selbst durchführen. Wie können Sie zum Beispiel einen Reflexionsbogen bei den Schülerinnen und Schülern nutzen und aufbauen und damit gleichzeitig Feedback bekommen, ohne dass die Kinder wissen, dass sie ihnen Feedback geben. Dass es also sehr natürlich ist und keine soziale Erwünschtheit drin steckt. Das geht. Das werden wir mal machen. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. In dieser Sitzung werden wir dann auch über Podcasts und die Videos nochmal sprechen. Zwischendurch werden die Studierenden dazu aber auch noch ein paar Videos bekommen von mir. Und dann kommt es zum Schluss und dann kommt der dicke Knall, denn dann werden wir darüber sprechen, wie kriegt man Innovation in den Schulalltag implementiert. Super spannend, denn der Schulalltag ist sehr träge. Schulen insgesamt sind sehr träge. Und hier stellt sich eben die Frage, wie kriegen wir Innovation, also was Neues, in den Schulalltag rein? Da gibt es so ein paar Tricks. Und diese Tricks gucken wir uns an. Das zeigt die Forschung, auch unsere eigene Forschung. Und es ist gar nicht so schwierig, aber man muss sich an so ein paar Regeln halten. Für die Studierenden, die hier den Schein oder die vier Leistungspunkte haben wollen, die kleine Aufgabe, was glauben Sie aus Ihrer Sicht, was ist mein Fazit dieser Vorlesung, also mein Fazit und was ist Ihr Fazit? Und das fassen Sie bitte mal in 250 Wörtern, also nicht so wirklich viel, zusammen. Was ist mein Fazit und danach, was ist Ihr Fazit? Also Sie müssen sich mal in mich hineinversetzen. Was glauben Sie, was mein Fazit dieser Vorlesung ist und dieses Themas? Dafür haben Sie wie immer eine Woche Zeit und das machen Sie bei StudIP. Hier sind die ganzen Links zu den einzelnen Videos, die ich echt nur empfehlen kann.
Wir gucken uns die Sachen ja leider nicht in dieser Vorlesung an, weil wir eben live sind, das dürfen wir nicht. Aber Sie sollten das mal machen. Ich habe auch noch mal einen Link zu so einem kleinen Podcast reingepackt. Und wenn Sie die Chance haben, an Alphabet zu kommen, an diesen Film, gucken Sie sich den unbedingt mal an. Unglaublich inspirierend. Ich ziehe somit also kein Fazit, weil die ganze Vorlesung für mich eigentlich ein Fazit war. Und das ist ja auch die Aufgabe der Studierenden. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Es ist kurz nach 2:30, das ist doch super. Nächste Woche dann mit dem Thema, wie lernt der Mensch und warum manchmal nicht. Wir sehen uns dann wieder live 12:15 Uhr hier auf YouTube. Und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Alles Gute und tschüss.